Aktien für Anfänger oder sagen wir mal das Aktien-ABC für Anfänger. Ich möchte hier in diesem Video eine ganz kurze, knackige Einführung geben in das Thema Aktien und freue mich, wenn du dabei bist. Mein Name ist Eva Abert und mit der Vermögensakademie inspiriere ich und unterstütze ich Menschen dabei, weitere Einkommensströme aufzubauen oder ihr Geld smart zu investieren. Und heute geht es ja um Aktien für Anfänger bzw. was du beachten musst. Grundsätzlich darfst du erstmal wissen, ich habe auch ein anderes kurzes Video dazu gedreht, dass du mit einer Aktie einen Unternehmensanteil erwirbst. Ja? Einen klitzekleinen Anteil, vielleicht gehört dir ein Stuhl des Unternehmens. Vielleicht gehört dir auch mehr, je nachdem, wie groß deine Investition ist. An diesem Unternehmen gehört dir. Damit gehen Rechte und Pflichten einher. Aber um eine solche Aktie zu erwerben, benötigst du erstmal einen sogenannten Broker. Der Broker ist quasi deine depotverwaltende Bank, dein depotverwaltendes Finanzinstitut. Und die allermeisten Banken bieten dir ein Depot an. Deine Hausbank, je nachdem, bei welcher du bist, wenn es jetzt kein Fintech ist, keine Neobank, quasi keine Online- und Digitalbank, wird dafür in der Regel relativ hohe Kosten nehmen. Daher mein Tipp, geh zu einer digitalen Bank, wo du Online-Banking betreiben kannst, wo du dein Depot quasi online verwalten kannst, denn dort sind die Kosten häufig viel, viel geringer. Und ich will dir auch noch zu diesen Depotbanken ein Wort sagen. Dein Depot ist ein sogenanntes Sondervermögen. Das heißt, die Bank, bei der du dein Depot eröffnest, hat deine Aktien niemals in ihrem eigenen Bestand. Sie stellt dir quasi nur die Infrastruktur zur Verfügung, um Aktien kaufen und verkaufen zu können. Ja, das macht ein Broker. Sollte dein Broker mal pleite gehen, passiert mit deinem Depot nichts, außer dass es eine Zeit eingefroren ist und du dann zu einem neuen Broker transferieren kannst. Deine Aktien, alles, was in deinem Depot ist, ist aber immer deins, ist nie in den Konten dieser Bank zu finden, ganz im Gegensatz zu deinen Tagesgeldern zum Beispiel, die bei einer Bank liegen. Ja? Die sind nicht Sondervermögen dieser Bank. Das ist quasi zu sehen wie ein Darlehen, was du an eine Bank gibst, auch wenn es offiziell nicht so heißt, aber die Bank arbeitet in der Zeit, in der deine Sichteinlagen, dein Girokonto, deine Tagesgeldgelder bei der Bank liegen, mit deinem Geld. Und wenn es der Bank schlecht geht und wenn die vor den Baum fährt und du mehr als 100.000 Euro bei der Bank hast, dann kann es sein, dass du einen Teil davon nicht wieder siehst. Ja, das solltest du wissen. Daher kann es unter Umständen durchaus sehr rational sein, gerade wenn du denkst, ah, was bringen die Zeiten, ob das mit den Banken so sinnvoll ist, umzuschichten raus aus Tagesgeldern rein in Aktien, zumindest dann, wenn du deine Asset-Allokation im Blick hast und vor allem auch, wenn du deine eigene Risikostruktur im Blick hast. Asset-Allokation heißt, wenn du gut aufgeteilt hast, in welche Finanzanlageprodukte du investierst, nicht nur alles auf ein Pferd setzt, zumindest dann nicht, wenn du dich damit nicht so gut auskennst, dass du ja, eine wirklich gute Strategie dafür hast. Und diese Strategie und deine Allokation sollte auch auf deiner persönlichen Situation, auf deiner persönlichen Risikoneigung aufbauend aufgebaut werden, sodass du damit quasi dich als Menschen auch in deinem Investitionsverhalten wiederfindest. Wenn du ein sehr, sehr ängstlicher Mensch bist, gibt es bestimmte Investitionsassets, die ich ausschließen würde. Ich würde nicht in Kryptowährungen investieren. Ich würde nicht nur in eine einzelne Aktie investieren. Wenn du richtig viel Spaß am Risiko hast und vor allem auch verkraften kannst, wenn du deine Assets verlierst, vielleicht sogar einen Totalverlust erleidest, dann hast du ganz andere Möglichkeiten und dann fallen sehr konservative Anlagen vielleicht für dich raus. Das heißt, wenn du anfängst, dich mit Aktien zu beschäftigen, ist das allererste, was du brauchst, einen individuellen Blick auf dich selber. Wie wichtig ist dir, dass du schnell an dein Geld kommst? Wie wichtig ist dir hohe Rendite und wie wichtig ist dir das Risiko? Oder wie wichtig sind dir auch ethische Aspekte in der Anlage? Ja? Diese Dinge sind quasi die allerersten Sachen, die du für dich selber ein bisschen klären darfst, um herauszufinden, wie sieht mein Anlageuniversum überhaupt aus? Wenn das für dich geklärt ist, wenn auch dein Risikoprofil für dich ja so, du auch so viel über die einzelnen Anlagen erfahren hast, dass du für dich einschätzen kannst, welches Risiko gehe ich mit welcher Anlage ein und passt das zu mir, ist das okay für mich? Dann kannst du den nächsten Schritt tun, falls Aktien vorhanden sind und sagen, okay, ich öffne jetzt ein Depot bei einer Bank, bei der ich wenig Transaktionsgebühren habe, wenig Kontoführungsgebühren
und fang an zu investieren. Es ist super, super spannend. Es ist wirklich eine tolle Welt voller Möglichkeiten. Ich freue mich, wenn du mit eintauchst in diese Welt und lass mich gerne wissen, welche Fragen du noch hast, damit ich dich auf deinem Weg begleiten kann und dir viele Informationen dazu zur Verfügung stellen kann. Hab einen zauberhaften Tag. Ich freue mich über deine Kommentare und bis hoffentlich zum nächsten Video.